So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Nächster Teil, Beta. So, ich stehe gerade auf dem Schlauch. The Division, natürlich, klar. Achter Teil, glaube ich, mittlerweile. So, und der Schorsch und ich, wir machen jetzt hier eine Geiselrettung. Ja, hoffen wir doch. Auf jeden Fall gehen wir mal hin und dann werden im Zuge dessen Leute sterben, hoffentlich die richtigen. Und, aber wir haben ja Zeit. Eben, und vor allem hier, ne? Speed Limit. Ja, hey, aber weißt du, das habe ich gestern auch schon gesagt in einem Teil, ich verstehe das ja nicht, ja? Warum? Guck mal, was? Da steht ein Fahrrad, weißt du? Ich meine, okay, da fehlt der Vorderreifen, aber ich habe schon welche gesehen, die sind intakt. Also, ach so, warum geben sie dir kein Bike? Ja, ja, zum Beispiel, ja, oder das ist ja im Allgemeinen bei Survival-Spielen, weißt du? Oder wenn du The Walking Dead guckst oder sowas, alle laufen zu Fuß, aber niemand nimmt ein Fahrrad. Das stimmt eigentlich, gell? Ja, ich verstehe das ja, dass Sprit knapp ist, ja, und so. Ja, okay, mal gucken, was die will. Zivilist, links. Hab ich nicht. Energieriegel, ja. Tja, ich hab einen. Du der guten Dame aushelfen. Oh, trendy Cargo Pants. Mal gleich mal gucken, was das hier so ist. Und lass sehen. Trendy Cargo Pants. Zack. Jetzt müsste ich eigentlich eine andere Jacke tragen, so weißt du, wegen Kontrastwirkung und so, gell? Man ist ja dann doch eitel. Aber cool, cooles Wetter, ja? Dreh dich mal um. Also generell, weißt du, wie es ist. Ja, also ich muss echt sagen, also das Wettersystem ist absolut klasse in dem Spiel. Weißt du, der Wind, einfach der Schnee, wie der sich im Wind bewegt, ja, also das habe ich so realistisch auch noch nicht gesehen. Das stimmt, ja. Auch wenn wir mal gucken, warte mal. Ja, also gestern war es mal bei mir weniger, aber du kannst das eben sehen, wie die Jacken dann auch flattern und so, wenn der Wind kommt. Und müssen wir mal gucken hier, ob man eine Nische findet. Weil das mit der Luftverwirbelung ist auch total cool zu sehen gestern. Das hat fast so was Windkanalmäßiges. Der LKW ist wohl zu klein dafür. Ja, wohl. Doch, schau mal in die Ecke da hinten, vor dem Haus. Wenn du dich jetzt umdrehst, ja? Stimmt, so, ja. Ne? Also man sieht dann diese Luftturbulenzen und weil der Schnee da halt in der Luft drin hängt. Aber ich finde, das hat schon irgendwie Stil, weißt du? Wenn man hier so in dem Tempo langläuft, ne? Ich finde, das Spiel ist es halt schon wert, dass man es genießt. Einfach. Ja, das stimmt, Beispiel, ja. Meine, wenn du jetzt durch die Gegend sprintest, dann ja, fällt dir das halt gar nicht so auf. Ja gut, ich meine, halt. Du übersiehst halt einfach auch viel Kram, ja? Jetzt zum Beispiel schon mal vorne, ja? Das Wasser, Öl durchsetzt, weißt du, wie du hier Regenbogen hast durch. Da wärst du jetzt hier lang gesprintet, ja, mit Scheuklappen, dann hättest du es vielleicht gar nicht gemerkt. Details einfach. Ja, was haben die da zu besprechen? Im Augenblick höre ich nichts. Gestern war auch lustig, da liefen zwei Typen die Straße runter und einer, die hatten. Ach, die handeln. Ja. Was hat er jetzt Gras verkauft gegen den Eiweißriegel? So habe ich das auch verstanden. Ja. Aber eben gestern liefen da zwei Typen, ja, so hintereinander die Straße runter und die haben Balken mit sich langgetragen. Und dann sagt er, hey, wofür brauchst du den scheiß Balken? Ja, hey, hast du noch nie einen Zombie-Film gesehen? Die nageln wir für die Tür. Ja, so. Und dann sagt der andere, ja, aber das ist doch, weißt du, das sind doch keine Zombies, das sind Leute, die sind viel schlauer und die haben ja auch Waffen. Ja, aber trotzdem. Ja, und wie kommen wir dann raus?
Ja, dann weißt du, scheiß drauf. Und dann haben sie den Balken in den Schnee geschmissen und sind dann weitergelaufen. Aber eben, ich muss sagen, so grundsätzlich, ja, bin ich mit dem normalen Laufschritt auch zufrieden, so, ne, tempotechnisch. Ja. Müssen wir die Gasse auschecken oder können wir den Rückweg auch machen? Das. War es die links hier? Also, ja, da ist noch so ein anderer Pfeil ist hier auch noch in der Nähe. Ja, ich höre was. Ja, okay, dann gehen wir da mal rein in die Gasse, oder? Ja, der Feuerkampf, glaube ich, kommt durch die richtige Straße links. Aber ist egal. Wenn wir der Gasse folgen, dann müssten wir eigentlich auch da rauskommen. Oh, ich habe hier Panikmusik. Echt? Nee, ich habe keine Panikmugge. Und ich habe auch nichts auf der Minimap. Ich auch nicht. Hier ist eine Leiter. Aber ich glaube, ich war hier gestern schon mal. Und es führt nirgendwo hin. Doch, ich glaube, man kann dann in ein Fenster reinspringen. Das ist aber schon interessant. So die Leitern finde ich ganz cool. Da gibt es einige, da kannst du hochklettern, aber es führt zu nichts, weil das dann verbarrikadiert wurde. Ah, der will ein Medikit. Keine Ahnung. Super. Eine wertlose doppelläufige Schrotflinte. Ja, so Ah, okay. doppelläufige Schrotflinten, die habe ich gar nicht erst ausprobiert, weil. Ja, weiß ich auch nicht, Ah, weißt doch, hier liegt ein Telefon. du. Ach, das habe ich schon eingesammelt. Ich habe doch gewusst, dass mir das hier bekannt vorkommt. Gehe ich dann mal schnell hin. Achso, ich glaube, das finde ich auch ganz cool. Genau, ich habe auch noch eben haufenweise Intel, was ich noch nicht abgehört habe. Glaube ich. Genau. Was ich auch ganz cool finde, glaube ich, ist, dass man sich die Location anzeigen lassen kann, wo man das her hat, ne? Glaube ich. Was, wie geht das überhaupt? Einfach mal Start drücken und dann gibt es da irgendwie was? Toggle Location. Ach so, nee, okay, da kann man, ich habe gehofft, weißt du, dass man sich den Fundort anzeigen lassen kann, um dann eventuell seinen Freund dann nochmal hinführen zu können. Aber das geht nicht, man kann nur sich anzeigen lassen, wie viel man aus einem Viertel rausgetragen hat. Okay. Was denn, die gibt es Incident Reports, ja, okay, gut, aber das ist für die Beta auch nicht richtig, weil insgesamt gibt es in Chelsea gibt's 21 Incident Reports und ich habe 3 von 5 gefunden. Also, weißt du, das ist dann, denke ich, schon vom fertigen Spiel. Ja, aber ich muss auch sagen, zeitweise, also keine Ahnung, ja, nachdem der Hype ansprang bei mir auf das Spiel und er dann wieder abkühlte irgendwie, habe ich gedacht, das ist ja schon alles cool und so. Aber wie geht's mir wohl dabei, wenn ich dieses Spiel spiele, ja, und das bei mir in der Bude an die 30 Grad geht im Sommer? Ja, weil das irgendwie komisch ist mit dem Schnee. Weißt du, wenn das Winter ist, ja, und du spielst irgendwie was in Afrika oder sowas, das stört mich nicht, ja. Aber ich fand die Vorstellung einfach komisch. Ja, hier zu Jetzt sitzen, im sich den Sommer Arsch zu abzuschwitzen, spielen. weißt du, und dann hast du im Spiel die Weihnachtsdeko und den Schnee und so. Ja, den Kram hier kann ich looten, aber vorhin in dem Supermarkt mit dem Stoff, das ging nicht. Okay, mir wird hier ein Encounter angezeigt, aber okay, das habe ich schon natürlich gemacht, ja. Aber das finde ich auch ganz interessant, dass man diese Begegnung über die Karte nochmal triggern kann, ne?
Ach so, hier in dem, ja, okay. So, weil ich habe hier das So ein Symbol. blauer war das. Ja, genau, ja, Sicherheitsding. Und wenn ich jetzt in die Karte gehe, dann kann ich das praktisch nochmal spielen und dann kriege ich nochmal Credits und nochmal die Belohnung dafür. Nur kriege ich da halt keine, weißt du, Ressourcen für den dazugehörigen Flügel. Die kriegst du nur einmal, glaube Okay. ich. Aber grundsätzlich mal, wenn es da jetzt Equipment für gab, das würde man nochmal kriegen, glaube ich. Okay. Oh. Ja, Ja, was ist denn hier? interessant, oder? Hinter mir sind noch welche. Ja. Ich habe keinen Winkel. Hab sie. Fight tactically, we can beat them. Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Ah, von vorne. Was? Nochmal? Ja, hier. Ja. Scheiße, da ist noch Zivis im Weg. Ja, die JTF-Idioten hier. Komm, Mann. Ah, kommen noch welche. Ich hau mal mein MG raus. Boah, die war sauber. Da ist noch einer mit Basie. Zu rechts, oder? Ja gut. Hopp. Ja. Ah, Knieschoner. Sag mal, warum lassen die immer Medikits fallen? Können die nicht mal was, weißt du? Oh, okay, ein erweitertes Magazin. Ich wollte gerade sagen, können die nicht mal was fallen lassen, was man auch braucht? Es war zwar nur ein graues, erweitertes Ach, Magazin. ich Was? habe eine Kalaschnikow gefunden. Oh, cool. Ja, die hatte ich noch nicht. Okay, hey, aber ein erweitertes Magazin habe ich gefunden. Das ist natürlich cool. Gucken, kann ich das in meinen Scar rein? Hey, 13,5% und das ist die billigste Stufe, Level 5, ne? Erweitertes Magazin. Okay. Na ja, super, okay, dabei das resultiert in zwei extra Patronen. Das lohnt sich irgendwie auch nicht. Weißt du, klar, hey, aber wenn ich das jetzt, boah. Wenn ich, weißt du, wenn ich das jetzt hier für meinen M249 benutze, weißt du? Dann habe ich natürlich 13 Schuss mehr, ne? Okay. Ja, weil es sind ja 13,5%. Ja klar, dadurch, dass es immer relativ, also Ja, prozentual eben. gesehen So, und ist. ich habe ja 100 Schuss drin, so, das sind dann schon 13 Schuss. Ich muss nur schauen hier rechts, also wo uns der Weg auch lang führt, ob man da über den Zaun klettern kann. Ja, Klasse. kann man. Ja, okay, dann passt es. Weil der Typ hat nämlich was verloren. Oh ja. Omega Rifle Suppressor. Ich habe eine Tränengasgranate gekriegt.
Okay, aber cool, ist wieder top tight. Also. Ja, sowas von souverän. Hier müsste auch noch Intel liegen, glaube ich. Mhm. Also ich habe schon aufgehoben. Okay. Ja, was ich aber auch scharf finde, oder was mir auffällt, in den Gameplay-Videos und so, weißt du, niemand benutzt Höhenvorteile. Weißt du? Wenn ihr jetzt Ach hier, so, weißt du, Schießerei, ja, dann gehen die hier hin und so. Aber anstatt, ja, die können ja auch hier hoch, weißt du, und weiter schießen, ja, oder wie auch immer, oder du weißt du, in der Madison Square Garden Mission, weißt du, da ist doch diese graue Box oben auf dem Tisch, ja, da habe ich mich auch dahinter gehockt. Ja, so, Genau, aber ja. das benutzt niemand. Soda, also ich hab. Ich mach. Ja, mach. Thank you. Du bist dran. Trendy Hiking Boots. Also ich meine, das ist ja an sich schon interessant, ne? Dadurch, dass du das Equipment ja nicht verkaufen kannst und so, kannst du ja eigentlich auch nichts doppelt kriegen, eigentlich, oder? Weißt du, so kosmetische Geschichten, ja, weil. Aber das müssen sie auch noch mal beheben, dass du ab und zu diesen grauen Hintergrundbildschirm kriegst und dein Agent im Low-Level-Detail abgebildet wird, weißt du? Das ist, denke ich, so auch nicht richtig. Okay, oh, ich habe hier was auf der Minimap. Hab ich auch gesehen. Kletter da mal rüber. Ah, die sitzen auf der Straße und Ich gehe links ans Auto. Ich guck mal, ob ich hier um die Box rumkomme. Warte mal. Ja. Ja, ich gehe genau hier um den LKW rum. Gut, warte, ich gehe noch schnell ins mittlere Auto, da habe ich besser einen Blick. Pistol, Pistol. Okay, ich nehme den mit der grauen Kapuze hier. Gut. Warte mal. Go! Oh, super. Komm, jetzt hör doch auf zu rennen. Shit. Super, die sind schon weggerannt, bevor irgendeiner von uns was gemacht hat. Naja, hey, ist auch egal. Ah, hier sind noch welche. Ach, okay, das ist das Encounter, ne? Okay, ich schau mal, ob ich hier rechts auf die Box hoch kann. Ich hau mal einen Puls raus. Ja. Ah, die haben hier eine Geisel, siehst du das? Den Typ, den ich jetzt hier anmarkiert habe, der hat bei einer Person die Pistole im Genick. Ah, okay. Scheiße, ich sehe da nichts. Ja, ist egal, ich habe ihn voll im Blick. Aber ist egal, ich glaube, die killen die Geisel auch nicht, aber. Na komm, geht's los, oder? Jo. Geisel ist sicher. So, Outdoor Gloves. Eben hier, den hatten sie, der war auf Knien. Ah, okay.
Hast du den Schlüssel? Ja. Ja, schön, dass er mir jetzt erzählt, dass hier ein Schlüssel rumliegt irgendwo, nachdem ich die Tür aufgesperrt habe, ne? Ja, aber okay, ich kann die Kiste nicht nochmal looten. Also ich habe das Encounter schon gemacht hier. Ach so, okay. Hier gibt ein Jagdholster. Ach so, genau, was habe ich jetzt hier gehabt? Denn ich hatte doch hier irgendwelche Handschuhe. Dann hatte ich aber, glaube ich, doch schon was Besseres. Außerdem muss man den Scheiß hier als Junk markieren. Outdoor Gloves, was können die jetzt hier besser als meine anderen? Ah, okay, das ist jetzt interessant, ja. Die haben zwar einen Punkt weniger Panzerung, aber sie geben mir 2 Punkte extra im Ausdauerbereich und plus 62 Scharfschützengewehrschaden. Und die anderen, die ich habe, plus 9% Critical Hit Damage. Ne? Das ist dann jetzt wieder, ja, muss man sich überlegen, wie oft machst du Critical Hits? Ja? Das ist ja immer die Frage, das kannst du ja nicht beeinflussen, das ist ja zufallsbasiert. Ja, irgendwie. Ich denke, ich nehme die mit dem Scharfschützengewehrschaden, weil, ja. Boah, ich könnte ja jetzt einfach so aus Spaß noch meinen Schalldämpfer, aufs Enzo 49 stecken. Guck mal, so eine Challenge draus machen. Wer baut das längste Gewehr? So. Schauen wir noch mal, was wir noch machen haben könnten. Also Medical Encounter wäre nicht schlecht. Ja, okay, dann machen wir doch das da. Oh ja, das ist cool, da ist auch Loot wie Sau. Das weiß ich. Da ist ein Zivi. Bedien den mal. Ja. Dosenfutter, ne? Jo. Oh, schicke Arbeitsstiefel habe ich bekommen. Oh. Okay, wollen wir hier links lang gehen? Vielleicht kann man da an der Häuserwand lang, oder ist ja, warte mal kurz, ich muss mal kurz Waffen modifizieren. Ich glaube, ich nehme mal kurz testweise hier das 12-fach Zoom vom Ska runter und baue das ARCOG drauf. So, weil das 12-fach Zoom ist schon okay, aber weißt du, keine Ahnung, weißt du, wenn es jetzt ein Bolt-Action wäre oder sowas, weißt du, dann wäre es okay, aber du musst ja dann doch immer ziemlich viel Patronen verschießen. Und das Aim ist einfach mordslangsam, wenn du das benutzt, weißt du? So, und das kannst du ja nicht separat regeln. Ich meine, klar, es gibt da, ne, Kamera und ja, ADS, ne, Empfindlichkeit oder Sensitivität, aber ja. Du kannst halt nun mal nicht ja, die Empfindlichkeit beim 12-fach-Zoom nochmal separat regeln, weil es ist so ultra elendig langsam. Okay, gut, ich bin soweit. Gut, dann. Also wir können auch umdrehen und zwischen den Häusern lang gehen, um zu gucken, ob da was ist. Aber der Dumme ist egal, also lauf wie du willst. Dann folgen wir mal der Official Route hier. Sieht jetzt auch cool aus, weißt du, die Bäume da vorne links, ja. Hier Weihnachtsschmuck. Ja, so ist recht. Und was hat die bei dir gesagt? Bei mir hat sie gesagt, wir sind so dankbar. Bei mir hat sie einfach nur Hi gesagt. Ach, echt? Und bei mir hat sie gesagt, we are so grateful.
Ah, da ist hier, mir wird eine Loot-Kiste angezeigt. Ach, die ist in dem Haus drin. Oh, okay. Oh, okay. Gut. Ah, ja. Ja, ja, das checken wir jetzt aber eben aus. Oder? Ja, ja, klar. Okay. Ja, aber auch hier wieder, das sind auch irgendwelche Konsumgüter. Höchstwahrscheinlich. Na gut, hey, die Zivilisten freuen sich. Ich ja. Brauche sie ja selbst irgendwie nicht wirklich. Ich kann sie gar nicht mitnehmen. Ja, doch, okay, das ist das Wasser. Was auch immer da im Kühlschrank drin war, habe ich so viel. Achso, das ist mal ein Medikit. Ja, hier ist noch eine Tür. Eine Energieriegel. Oh, ich habe Kleidung gefunden da im Schrank hier. Nee, bei mir nicht. Also ich war hier in dem Haus auch schon mal drin, also ja. Oben nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, das geht noch eine Etage hoch. Doch, hier oben ist noch eine Tür. Ach, doch. Oh, doch, 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 da ist noch Blut. Ah, okay, das ist hier mit dem Loch, mit dem Dietrich. Jetzt ist es zu spät. Oh, was ist hier drin? Okay, ein Soda. Keine Ahnung, kann ich schon wieder nicht verwenden. Brandgranate. Ich glaube, die habe ich auch voll. So, schon in der Tat checken hier, so viel Zeug. Okay. Oh, weiche Alter. Someday I'll pay you back. Interessant. Also ich habe hier gerade einer Zivilistin Wasser gegeben und ich habe isolierte Stiefel gekriegt. Ich habe hier Panikmucke irgendwie und ich höre Schießerei, aber ich kann nichts sehen auf der Minimap. Komme. Ich glaube, das ist schon wieder da vorne einer. Gehst du da hin? Ja. Ja, ist hier an der Ding. An der Apotheke, wo wir gerade eben die Geiselrettung hatten. Okay, alles klar. Ja, entspann dich, Kollege, das A-Team war hier. Gut, dann. Ja, eben. Geh dich frisch machen und dann ab auf den Posten, Soldat. Fuck. Ja, hey, okay. Also aufgrund hier, ja. Ja, eben, es ist Zeit, den Part zu beenden. Mir fällt jetzt nichts Cooles ein. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.